Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Weiter geht's, wir reisen nach Elyssis. Was sagst du dazu, Roland? Roland Junior zeigt dir seine Stärke. Na, oh, er ist hoch motiviert. Jo, was haben wir denn hier rechts noch? Oh, ein Gegenstand. Beziehungsweise zunächst ein wildes Ponita. Na gut, Ponita brauche ich nicht. Habe ich ja schon. Mein kleines Pferd. Level 19. Ja, wie immer viel zu schwach natürlich. Oh, ein Hyperball. Sehr schön. Ich glaube, das ist unser erster Hyperball, ne? Meine ich jedenfalls. Und noch ein Ponita. Moi, 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 moi. Das einzige Feuer-Pokémon, was ich im Spiel gefangen habe bislang, glaube ich. Na, das gibt's doch gar nicht. Und noch ein Ponita. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwie so eine Ponita-Herde, die mich jagt. Diesmal sogar nur auf Level 18. Okay, wo geht's denn hier weiter? Wir müssen nach oben und dann nach links, ne? Genau. Okay, der Weg ist nicht ganz so lang. Was ist denn jetzt los? Ach so, ach, okay, okay, okay. Moment! Für den Nebel haben wir doch eine VM bekommen. Auflockern, genau. Ein wildes Staraptor setzt Auflockern ein, um dir zu helfen. Na, das hat doch mal funktioniert. Könnte ich die VM-Attacke Auflockern einsetzen, würde ich damit für besseres Wetter sorgen. Wie das geht? Na, ein Vogel-Pokémon schlägt mit den Flügeln und löst so den Nebel auf. Jetzt habe ich dich überrumpelt. Das war mein Plan. Während du dich noch vom Schreck erholst, schnappe ich mir den Sieg. Na. Oh. Ninja-Junge Manuel, Teil des Ninja-Trios wahrscheinlich. Wir haben ja schon mal einen Kumpel von ihm getroffen. Wie viele Pokémon hat er? 4 insgesamt, ne? Beziehungsweise jetzt noch 3. Ja, Bionscora. Ich setze mal Donner ein. Boah, wobei, das trifft wieder nicht, ne? Na, natürlich. Donner verfehlt eigentlich immer. Ein Klassiker. Egal, nochmal Donner. Immerhin auf Level 25, also... gar nicht so schwach. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Mir vollkommen egal. Und wenn ich 100 mal Donner einsetzen muss jetzt, ich will das Vieh mit Donner killen. Na, geht doch. Was lange währt. Als nächstes kommt noch ein Zubat. Okay. Heißt, da kann ich wieder eine Elektroattacke benutzen, die ein bisschen schwächer ist. Zum Beispiel diesen Funkensprung. Als nächstes Golbat. Okay. Sollte auch kein Problem sein. Ja, Level 25. Die
McLean sind ganz schön gute Trainer, ne? Nicht schlecht. Was ist hier los? Du bist ja kaum aus der Fassung geraten. Oh, jetzt tut er mir leid. Süßer Kerl. Lohnt es sich, unten lang zu gehen? Ach, wir können ja einfach mal einen Schutz benutzen. Wie wär's denn damit? Da, super Schutz. Macht das Erkunden ein bisschen leichter, beziehungsweise angenehmer. Oh, hallöchen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Als Astrainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren, egal ob ich gewinne oder verliere. Sagt Astrainerin Cora. Boah, die sieht aber schnieke aus. Und genauso stark wie der Ninja-Junge. Oh, 27 sogar, das Ponyta. Ja, wobei, sie hat nur zwei Pokémon, also... Wenn die Trainer weniger Pokémon haben, dann sind die ja meistens ein bisschen höher im Level. Das ist ja so der Klassiker, ne? Okay. Da beiße ich mich jetzt durch. Ja, alter Schwede. Das hält ganz schön viel aus, ne? Okay, und das war's schon. Hey, Roland ist auf Level 40. Endlich wurde auch Zeit. Nein, ich habe verloren. Oh. Die ärgern sich immer. Das sind doch auch Trainer, ne? So, Ishadnahar darf mal wieder kämpfen, würde ich sagen. Meine 40er-Truppe hier oben, alter Schwede, die sind so strong. Ja, Muffin und Pferd würde ich gerne mal austauschen. Pferd entwickelt sich übrigens erst auf Level 40. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Sieh hin, Ines. Ich werde alle Tricks einsetzen, die du mir beigebracht hast. Wen haben wir denn da? Ines und Ede. Ede, die alte Socke. Mit Raichu und Gyarados. Oh, Raichu haben wir vorher noch nie gesehen. Also im Spiel. Ja, und beide freuen sie sich. Gut, ich würde sagen, Psychoschock gegen Raichu und Funkensprung meinetwegen gegen Gyarados. Ja, locker weg. Hi, boah, drei Level-Ups direkt. Das war schon sehr, sehr leicht. Dabei sieht Ede doch zu mir auf, wie beschämend. Oh, wie kannst du noch stärker als Ines sein? Boah, was? 13.000 habe ich gekriegt? Nee. 13.000 Poké-Dollar oder habe ich mich gerade verlesen? Roland, wie findest du das? Roland tanzt vor Freude. Das passt immer ganz gut, was Roland sagt. Du scheinst von deinem Talent überzeugt zu sein. Mal sehen, ob du recht hast. Sagt Astrainer Cornelius. Der kleine Schlumpf. Oh, was ist das denn? Muterpel? Kann das sein? Habe ich das richtig gelesen? Sieht auf jeden Fall mega unschön aus. Muterpel, tatsächlich. Naja. Wird auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Pokémon. Na, wobei, immerhin sieht's außergewöhnlich aus, ne?
Okay, Luxio, ich bleibe bei Ishadnahar. Und das war's mit Luxio. Oh, Feuerwirbel. Ja, nehmen wir mit, ne? Tja, was verlerne ich denn dafür? Feuerwirbel, Stärke 35, Genauigkeit 85. Das Ziel wird für 4 bis 5 Runden in einem Feuerkreis gefangen. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ich verlerne mal Glut. Okay, jetzt kommt ein Onyx. Ja, dann wechsle ich aber auf Roland. Damit ich eine Wasserattacke einsetzen kann, macht ja Sinn. Nice, und das war's. Ich hatte nicht die geringste Chance. Ein sehr authentisches Lachen. So, die Strecke ist ja doch recht lang, ne? Ah, wobei, wir sind schon fast da. Ist das hier eine Abkürzung? Hey, der dritte Ninja-Junge. An dem Ninja stehen jede Menge coole Techniken zur Verfügung. Boah, ich finde die so sweet. Dario, mit einem Pokémon, was hast du denn? Ein Pudox. Ehrlicherweise auch gar nicht mal so schön. Meine Ninja-Kunst hat bei dir nicht gewirkt. Oh, schon wieder ein enttäuschter Junge. So, ach, hier vorne liegt ein Gegenstand, okay. Das heißt, ich muss nochmal zurückfahren gleich. TM30 Spukball. Nicht zu verwechseln mit Spuckball. Roland, willst du mich veräppeln? Geh aus dem Weg! Achso, er macht Aufwärmübungen, okay. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. So, das hier ist jetzt der richtige Weg, ne? Genau. Meine massiven Muskeln sind nicht nur Show. Sagt Schwarzgurt Monty. Monty Maulwurf, kennt das noch jemand? Monty on the Run, das war so ein C64-Spiel. Habe ich geliebt als Kind. So, wie wäre es mit einem Psychoschock? Diese Ausdrücke immer. Okay, erstmal runter vom Rad. Nee, Schutz brauche ich nicht mehr. Oh, die Trainerin hier vorne sieht ja voll special aus, ne? Hat die so einen kleinen Käfig in der Hand? Ist wahrscheinlich irgendwie so eine Vogel-Pokémon-Trainerin oder so. Hey! Noch ein Ninja. Wir Ninjas tauchen immer da auf, wo man uns am wenigsten erwartet. Lionel! Eine sehr, sehr kampfinteressierte Jugend hier in diesem Gebiet. Wo sind wir? Auf Route 210, glaube ich, ne? Die Route der Kampfkinder.
gut für Ishadnaha und mich als Duo. Okay, Golbat, ja, sollte auch passen. Eine unerwartete Niederlage. Oh. Was kriegen wir denn? Ein Rauchball. Ja, nicht schlecht. Roland teleportiert sich wieder die ganze Zeit hin und her. Und bist du jetzt eine Vogeltrainerin oder nicht? Ich werde dir zeigen, was ein Vogel-Pokémon so faszinierend ist. Gut geraten. Vogelprofi Angela. Angela Merkel setzt Hutut ein. Ich wusste immer, sie ist in Wirklichkeit eine Pokémon-Trainerin. Vom Gesichtsausdruck her kommt sie ja einigermaßen hin sogar. So, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich Schnurz, was ich einsetze. Okay, Noctu. Und das war's. Hi, Muffin auf 35. Und das war's mit Angela. Wow, das staune ich nicht schlecht. Okay, hier oben ist nichts. Ah, ich wollte gar nicht mit dir reden. Hey, was? Eine Chiari-Beere? Hat Roland die gefunden? Falls ja, dann Dankeschön. Wie kommt man denn da unten hin? Ach, wahrscheinlich über den Wasserfall, ne? Da kann man wahrscheinlich surfen, dann irgendwie nach oben, hier nach unten und dann da unten hin. Eine tolle Beschreibung, ich weiß. Ja, wahrscheinlich über die Wasserfälle. Gegen so einen Jungspund werde ich sicher nicht den Kürzeren ziehen. Sagt der etwas Ernste. Veteran Andro. Ein Bammelin. Okay, ich kann noch zweimal den Psychoschock einsetzen. Dann habe ich keine AP mehr. Ja, wobei wir sollten gleich in Elysis sein. Also, ich habe gerade schon dieses Route 210 Schild gesehen. Diese Schilder, die kennzeichnen ja Anfang und Ende einer Route, von daher. Sind wir hier gleich in der nächsten Stadt, beziehungsweise im Dörfchen? Hat Elysis eine Arena? Ich glaube nicht, ne? Sah so klein auf der Karte aus. Nicht groß genug für eine eigene Arena. Nein, ich lasse mich überraschen. Man weiß ja nie. Oh, ich hatte eine Haar schon auf Level 42. Ja, das Training auf dieser Route hat sich gelohnt. Die Energie der Jugend versetzt mich immer wieder ins Staunen. Gibt's hier oben noch was? Achso, ja gut, die Beeren nehmen wir natürlich mit. Ich sollte vielleicht irgendwann auch mal so eine Beere benutzen, ne? Und die nicht immer nur einsammeln, aber... Das ist so typisch ich. In Videospielen immer alles einsammeln. Egal, ob man es benutzt oder nicht. Immer alles horten. In so ein Ingame-Item-Messi. Ich lager immer alles ein. Warum auch immer. So, Route 210, Elysis. Hey, und wir sind da. Ja, ging ja jetzt am Ende dann doch ganz flott, ne?
Was führt dich an einen Ort wie diesen, der so weit vom Rest der Welt entfernt liegt? Hier gibt es doch nichts zu sehen, außer ein paar verwitterten Pokémon-Reliefs. Oh, das ist aber interessant. Zeig mir mal bitte eben dein Pokémon. Da besteht absolut kein Zweifel. Es mag dich wirklich sehr. Hier, das ist für dich. Oh, ein Superball, dankeschön. Es kommt auf das gegenseitige Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon an. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Dieser Ort soll bereits seit der Entstehung Sinnohs existieren. Ah. Milüssis, lebendige Vergangenheit. Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es aber nichts Besonderes und das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat vielleicht Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diese Möchtegern-Astronauten zusammen mit meinen Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Die bleibt aber gechillt, ne? Die hat die Ruhe weg. Hey, weißt du eigentlich, was man sich über Sinnoh erzählt? Offenbar soll einst ein Pokémon diese Region erschaffen haben. Oh, was ist das denn hier? Cool, ein Häuschen. Wofür ist das da? Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben sind die folgenden Worte in den Stein gemeißelt. Unaufhaltsam ist der Fluss der Zeit, eint Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben sind die folgenden Worte in den Stein gemeißelt. Der Raum erstreckt sich endlos weit, ganz ähnlich unserer geistigen Fähigkeit. Interessant. Ja, liebe Leute, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.